Hi, Dennis hier. Ja, ihr habt schon gesehen, ich bin mal wieder draußen mit dem Hammock-Hot-Tent von OneWind und meinem Zeltofen. Endlich mal wieder eine Nacht draußen verbringen. Die letzten zwei Wochen gingen nicht. Da war jedes Wochenende Sturm. Das Hammock-Hot-Tent ist jetzt schon das zweite Mal im Einsatz bei mir. Auch mein Zeltofen jetzt. Und ich bin echt schwer begeistert. Ist schon cool. Zu essen werde ich mir heute nichts groß machen. Ich habe hier, hier. Von Decathlon so eine Trekkingnahrung. Das ist hier Reis und Chicken Curry. Bin ich mal gespannt drauf. Ich habe mir jetzt mal dieses Chicken and Rice Curry gemacht. Das sieht echt gut aus. Und es riecht auch ziemlich gut, wie ein Curry halt, mit Reis. Das werde ich mir jetzt mal schmecken lassen. Ich bin gespannt, ob das schmeckt. Also viele sagen, das wäre eine Sorte von Decathlon, die wirklich gut ist. Okay, schlecht ist das nicht. Das kann man essen. Ich blende euch mal kurz Bilder ein, wie das aussieht. Also das sieht wirklich gut aus. Ich habe auch meinen Temperatursensor dabei. Hier drinnen sind es jetzt 18 Grad. Draußen 0 Grad. Also es ist schon sehr angenehm hier drinnen. Die Jacke konnte ich schon lange ausziehen. Ich sitze hier im Pulli. Ich denke, das wird eine super Nacht. Ja, diese Nacht soll es bis auf minus 5 Grad runtergehen. Ich habe hier als Underquilt den Equinox Underquilt von OneWind. Das ist dieser neue Down Underquilt, der bis 0 Grad Fahrenheit gerated ist, also minus 17 Grad. Der sollte für minus 5 Grad locker ausreichen. Ich habe den auch schon bei minus 10 Grad getestet. Wie er sich da geschlagen hat, das erfahrt ihr im nächsten Video, wenn ich euch den Underquilt vorstelle. Da will ich jetzt nicht zu viel verraten. Ja, wie gesagt, ich lasse mir das jetzt hier mal schmecken. Und dann werde ich wahrscheinlich noch ein bisschen lesen und einfach den Abend genießen. Guten Morgen. Die Nacht ist vorbei. Ich habe echt super geschlafen, wie ein Stein. Im Hintergrund hört das vielleicht schon, der Ofen knackt wieder. Ich habe den gerade angeheizt, mache mir jetzt einen Kaffee. Ja, wie gesagt, die Nacht war super, schön ruhig, fast windstill, aber knackig kalt, fast minus 5 Grad. Aber mit meinem Down Under Quilt von OneWind war es ganz okay. Also ich habe nicht gefroren, ich hatte schön warm. Ich würde mal sagen, ich nehme euch mal mit rein, mal eine kleine Roomtour und zeige euch mal, wie es da drin so aussieht. So, dann mal rein in die gute Stube. Ah, da hinten ist mein Ofen. Da habe ich schon Kaffeewasser aufgesetzt in meiner French Press. Hier ist meine Hängematte mit dem Down Under Quilt von OneWind. Die Hängematte ist eine Warbonnet Traveler XL. Hier drin habe ich meinen Down Top Quilt von Cumulus. Das ist der Tiger 250. Dann hatte ich hier noch so eine Down Kapuze. Ja, hier nebendran liegt mein Rucksack auf dem DD Magic Carpet. Das ist eigentlich so meine Standard-Hängemattenunterlage. Da hat man dann genug Platz, sein ganzes Gerödel aufzubewahren, damit es nicht im Dreck liegt. Ja, mehr gibt es nicht zu sehen. Hier hängt noch meine neueste Errungenschaft. Das ist die LED Lenser ML4. So eine kleine Hängelampe, blendet nicht. Ist ganz nett für die Ridgeline. Ja, ich mache mir jetzt erstmal einen Kaffee. Thank you.
So, ich genieße jetzt noch meinen Kaffee. Den Ofen lasse ich jetzt so langsam ausgehen. Der glimmt nur noch ein bisschen vor sich hin. Ich habe das Zelt noch mal gut aufheizen können mit dem Restholz, was ich jetzt noch über hatte von gestern. Den Ofen, den werde ich euch ganz bestimmt mal in einem Video zeigen. Als nächstes werde ich euch erstmal den Down Under Quilt von OneWind vorstellen. Ja, dann würde ich sagen, ciao, bis zum nächsten Mal.